reiß mal bitte diesen Weg hier ab. Und bau die mal hier hinten mit auf. Ach, dass das alles immer Elektronik kostet, das widert mich an. Wir verfügen nun über genug Daten, um die Raketentechnologie der Piranesi zu analysieren. Das entsprechende Forschungsprojekt kann im Techniklabor gestartet werden. Damit sollten wir in der Lage sein, Gegenmaßnahmen zur Abwehr von Piranesi-Waffen zu errichten. Verbesserung Raketenbedrohungsanalyse freigeschaltet für die Piranesi. Das dürfte uns auf jeden Fall weiterbringen. Was auch immer es tut. Ich gucke mir die Forschung mal an. Warnt vor digitalen Angriffen auf Tycon-Systeme, schaltet die Option frei, ein externes Gerät zu entwickeln, das die Zielsysteme von SMK-Drohnen stört, das heißt, die können auch nicht zu uns, und gewährt die Fähigkeit Streulicht, um Raketenkontakte zu verhindern. Umgehung der Sicherheitsmaßnahmen. Hier spricht John Carver, Maschinenstaffel Theta. Wir wurden schwer getroffen. In den Sektoren 74 bis 112 ist eine Abregelung in Kraft. Diese Bastarde scheren sich einen Dreck um unsere Gegenmaßnahmen. Ja gut, aber dank den Leuten, die gestorben sind, wissen wir leider Bescheid. Ne? Das ist halt praktisch. Sammelt mal alles weg. Ich brauche hier auch noch die Erhöhung der Stufe. Gemacht. So, theoretisch könnte ich mehr. Oh, Nahrung, Spezialisierung haben wir freigeschaltet. Super. Nahrung, Spezialisierung würde dann auch mehr, also erstmal weniger Wasser bedeuten. Das heißt, wir brauchen nicht mehr so viel. Das ist schon sehr gut. Und die haben ja jetzt das ganze Wasser auch verkocht, sodass wir im Prinzip noch mehr Eis einlagern können. Du hast auch wieder Eis dabei. Eisen ist wieder unterwegs und kommt wieder mehr dazu. Wir haben genügend Kobalt für Polymere. Kobalt muss ich übrigens wieder ausschalten, sonst habe ich ein Problem. Oh, Kobalt ist aus. Ach, Kobalt. Polymere und Kohlenstoff. Wie komme ich immer auf Kobalt? Das ist so nervig. Wir brauchen noch jemanden, der jetzt noch schnell Silizium holt, bevor wir uns irgendwann mal in einen neuen Sektor begeben. Silizium haben wir nämlich wieder gar nicht mehr. Aber ob wir uns so schnell in einen neuen Sektor begeben, wage ich noch zu bezweifeln. Wir brauchen immer noch fast 500 Leute aufgetaut. Da sind schon wieder 600. Wo packen wir die denn jetzt noch hin? Nur Arbeitskräfte von Sektor 1 in Sektor 5. Denn da müssen sie arbeiten. Wir machen mal 50 erstmal. Ich muss jetzt erstmal gucken. Sektor 1 hat 250 Jobs, 300 Leute. Das dürfte reichen. Und wenn wir schon so viele Polymere haben, werde ich jetzt die letzten Solarmodule auch noch mit anbringen, damit Ruhe ist. Wir haben sogar noch ein paar Forschungspunkte, um noch irgendeine Forschung durchzuführen. Wir können mehr Ressourcen lagern. Frachtschiffe. Dann können wir schneller Dinge transportieren. Und wir brauchen demnächst wieder neue Kryokapseln. Die können wir hier noch weiter wegsammeln. Wie viele gibt es denn noch? Wahrscheinlich zu viele, ne? 1500 noch. Also könnten wir weit über 3000 kommen. Wir sind ja jetzt schon bei 2800 Leuten. Ich bin froh, dass die Produktion, hoch, die Essensproduktion einigermaßen klappt. In Sektor 4 brauchen wir nämlich jeden Tag, jeden Zyklus, 38 Mal Essen. Technologie Frachtlogistik wurde freigeschaltet. Super. Das heißt, die können jetzt schon mal mehr transportieren.
Bergbauschiffe bauen 10% schneller ab, das ist nicht so wichtig. Gewinnen 10% mehr Ressourcen aus Lagerstätten. Och, verkehrt wäre es nicht. Bergbauschiffe bauen 30% schneller ab. Das ist alles nur schneller Abbau. Mehr Ressourcen ist wichtiger. Batterie ist nur die Ladegeschwindigkeit. Die ist relativ hoch, das geht. Solange wir nicht andauernd getroffen werden. Das Gesundheitszentrum würde ich auch gerne noch ein bisschen was machen. Was fehlt mir denn da noch? Bioelektrizitätszellenquartiere. Dafür brauche ich die Abwärmenutzung im Stahlwerk? Warum? Was soll das denn? Na gut. Okay. Ich weiß jetzt nicht, wie weit ihr seid mit dem Bau. Aber ich glaube, ihr seid fertig, ne? Ja, ihr habt es gebaut. Also noch 3 weitere Solarmodule und wir haben alle Solarmodule dran. Und mehr Strom geht letztendlich nicht. Und wenn mal 1 oder 2 kaputt gehen, haben wir wirklich gar keine Probleme. Und das Schöne ist, dass wir jetzt auch noch wieder weitere Polymere bekommen, sodass wir uns das eigentlich auch noch leisten könnten. Genügend Silizium kommt auch wieder mit ran und Eisen wird auch produziert, wodurch wir mit der Rumpfintegrität auch noch weiter zurande kommen. Heißt, wir bauen gleich das nächste Ding. Nutzen wir die Rumpfintegrität noch, solange wir sie haben. Bauen wir es in diesem Sektor soweit fertig und dann fliegen wir hinterher. Ich kann es kaum abwarten, Leute. Ich bin echt gespannt, was passiert, ob wir dann eine wilde Verfolgungsjagd haben dort irgendwo. Ja, was für eine Request habt ihr denn? Eine Gruppe von kürzlich erwachten Überlebenden von der Etemenanki wird von der Taiken-Besatzung nicht gerade herzlich empfangen. Jene von der Protagoras haben nicht vergessen, dass UNO-Kräfte viele ihrer Kameraden getötet haben. Schicke die Besatzungsmitglieder von der Etemenanki in psychiatrische Behandlung, um ihre Gefügigkeit sicherzustellen. Alle Angestellten, die Anzeichen von Feindseligkeit gegenüber anderen Angestellten zeigen, werden zur psychiatrischen Rehabilitation in eine Betreuungseinrichtung eingewiesen oder ein wenig Rivalität hat noch nie geschadet. Ich schicke die Leute rüber. Ich weiß jetzt zwar nicht, was mit denen passiert, ob jetzt die... Gesundheitszentren jetzt überlastet sind, aber es sieht nicht so aus. In Sektor 5 sind viele obdachlos. Oh, stimmt, ich brauche auch noch neue Wohnungen. Bevölkerung. Schönes neues Wohnhaus. Jede Menge Stahl ist ja noch übrig. Wir kriegen auch wieder jede Menge Silizium, sodass wir dann die Möglichkeit haben, wieder weitere Elektronik zu produzieren. Die Rumpfintegrität ist immer noch sehr hoch. Und Polymere verbauen wir jetzt gerade die ganze Zeit hier in dieses Teil. Einmal könnten wir es uns noch leisten. Zumindest wenn wir da dem Kohlenstoff Glauben schenken können. Hoffentlich drehen die mir nicht durch und bringen meine Bevölkerung durcheinander. Die haben eh schon zu viel Blödsinn erlitten. Durch Leichen außerhalb der Station haben sie jetzt noch ein bisschen was an Frust. Aber jetzt sind sie wieder bei plus 4 gewesen, jetzt wieder nur noch bei plus 3. Okay, die Leichen sind einfach zu viele. Verdammt. An accident has occurred in the tycoon. Ja, ist nicht schlimm. Theoretisch muss ich ja auch weg. Wir werden uns jetzt auch gleich mal wegbewegen, sobald die Rumpfintegrität einigermaßen wiederhergestellt wurde. Und dann sammeln wir nebenbei noch wieder Kohlenstoff ein. Kohlenstoff sammelt Känguru und Grail. Bis zu 360 können wir lagern.
Ja, weil wir hier noch die ganzen kleinen Dinger haben, ne? Ich würde ja jetzt gerne was Großes hier mit hinbauen, aber ich kann mir auch gut vorstellen, dass wir den Strom aus dem Atomkraftwerk noch benötigen werden. Der selber auch noch 20 benötigt, also sehr interessant. So, dann hört erstmal auf, Silizium zu sammeln, zumindest vorerst. Wir werden aus dem bestehenden Silizium jetzt versuchen, noch weitere Chips herzustellen. Aktuell sind wir schon fast bei 50. Die Drohnen fliegen die ganze Zeit hin und her. Mit dem Stahl wissen sie schon gar nicht mehr wohin. Ja, und die sind wesentlich schneller als die komischen Leute, die hier andauernd hin und her fahren. Also die Drohnen. Wollte ich nur nochmal klarstellen. Gucken wir mal in die Dekrete. Also hier haben wir Nahrungsproduktion, Sektor 5 hat auch Nahrungsproduktion, alles ist gut. Sektor 4 hat nichts, Sektor 2 hat nichts, aber Sektor 1 hat Weltraum, Stufe 1. Ich würde gerne die Nahrungsproduktion hier jetzt noch auf Stufe 2 bringen, aber dafür müssen wir ja im Prinzip noch mehr Nahrung produzieren. Ich könnte noch eine Algenfarm bauen und dann bauen wir auch mal ein großes Lager für Essen, dass wir immer genug haben für alle Leute. Ja, es kostet wieder Stahl, aber das ist es mir wert und wir werden ja gleich genügend Stahl wieder dran haben. Wir haben jetzt schon wieder genügend Kohlenstoff, nur Polymere sind noch nicht genügend da. So, vorletzte Stufe. 247 Module brauchen wir noch, beziehungsweise Polymere. Ist halt so. Ja, du bist auf jeden Fall dort, wo du hin musst. Ich kann dich nirgendwo anders mehr hinschicken. Wir sind jetzt soweit durch. Ich werde mal noch das eine Schiff losschicken. Mal wieder ein bisschen was an Leuten ranholen. Bitte kein Eisen mehr. Ich glaube, hier gab es auch noch welche, ne? Wenn nicht, wir haben ja nebenan sowieso welche. Ach nee, Sandersley fliegt sowieso hier hin. Offensichtlich ist wieder eine Forschung beendet worden. Das ist gut. Bei den Zellenquartieren könnten wir jetzt auch die Wohnraumkapazität erhöhen oder die Energiekosten senken. Was brauche ich hier für Bioelektrizität im Zellenquartier? Heißt, das hier erforschen. Zumindest haben wir sehr viele Forschungen durch. 1781 Leute leben bei uns. Da. Wir können auch 400 Leute in Sektor 4 unterbringen. In Sektor 5 können genug Leute wohnen, sind auch sehr viele Arbeitskräfte. Schick mal beliebige Leute von Sektor 1 nach Sektor 4. Und zwar 200 Stück. Die gehen jetzt rüber, dann haben wir hier 1300 und dann ist hier wieder Platz für neue Leute. Essen werden wir genug haben, insbesondere wenn wir jetzt hier die weitere Algenplantage vergrößern. Und wir sind bei 1800, noch weitere 200 Leute und wir sind durch. 3000 Leute sind bereits hier auf der Etemenanki. Und dadurch haben wir doch das eine Teil verbessert, ne? Wo war das? Die Exokampfkuppel. Ja. Mehr Stabilität also durch die Exokampfkuppel.
Ja, plus 3 jetzt. Sehr schön. Jetzt sind wir hier bei plus 6. Da bei plus 8. Wie kommt das denn? Durch das Zentrum für alternatives Leben, weil hier so viele Leute untergebracht sind, dass der hier auch nochmal plus 3 gibt. Oh, schön. Plus 5 ist okay. Wird vielleicht auch noch mehr, wenn wir hier dieses Teil dann auch noch verbessert kriegen. Und die Nahrungsproduktion wird in diesem Bereich hoffentlich auch bald weiter nach oben gehen, sodass wir Nahrungsstufe 2 vielleicht auch irgendwann mal kriegen. Oh, wir haben genug Eis. Hier passt nicht mehr rein. Dann ist das Eis hier drüben doch bestimmt schon raus, ne? Nee, aber fast. Aber warum ist das da raus und hier nicht? Gut, diese Halden reißen wir jetzt mal ab. Jo, demontieren. Und da muss Eis jetzt hin. Eis. Da runternehmen, da reinpacken. So, dann brauche ich das Schiff nämlich nicht aufhalten. Dann können sie meinetwegen das Eis noch weiter rüberbringen. Und die haben drüben wieder genügend Wasser, um dann auch alles so weit zu produzieren. Zumal die hier sowieso nicht wissen, was sie machen sollen. Die sind eh voll. Wasser ist komplett voll. Erreiche eine Bevölkerung von 3079. Was? Wieso? Was ist denn das für eine besondere Zahl? Muss ich jetzt nicht verstehen, nee? So, dich schalte ich mal aus. Denn dich brauche ich nicht. Und wir nehmen unser Abriss-Tool, ziehen hier alles weg. Also im Prinzip fehlt uns auch bloß noch ein Sektor, aber ich will nicht alle Sektoren aufmachen. Ich weiß auch nicht, ob es dafür überhaupt ein Achievement oder sowas gibt. Ist mir auch eigentlich relativ Wurst. Mir ist bloß wichtig, dass wir immer genügend Essen haben. Und jetzt baue ich erstmal noch eine große Halde. Stelle ich mal hier hin. Die nur Essen entgegennimmt. Währenddessen werden weiterhin die Polymeren mehr. Unsere Schiffe holen weiterhin Kobalt. Kohlenstoff. Ich krieg's nicht hin. Ich sollte es lassen. So, jetzt können sie richtig viel Essen abfarmen. Und wir könnten hier noch eine weitere Pilzbucht mit hinstellen. Eins, zwei. So, vielleicht gibt es nochmal extra Punkte. Ich weiß es nicht. Ich will bloß einmal dieses Teil erreichen, dass wir Stufe 2 haben, weil man dafür ein Achievement bekommt. Natürlich versuche ich das dann irgendwie hinzukriegen. Ich weiß auch gar nicht, wie es aussieht mit den Arbeitskräften. Sieht es noch gut aus? Ja, da haben wir noch jede Menge Möglichkeiten. Das ist okay. Und wir können jetzt jederzeit sehr viel Essen überall mit hinbringen. Stahl kann wieder abtransportiert werden. Das bedeutet, wir haben wieder 500 Kryokapseln. Auf jeden Fall genug. Und hier wohnen 762 Leute und nur 885 haben Platz. Es reicht gerade so. Ja, um die 2000 voll zu kriegen. Und dann haben wir immer noch genügend Platz für weitere Kryokapseln. Oh Gott, dann haben wir das gleich erfüllt. Schön. Und ich könnte hier noch mehr Leute unterbringen. 45 Essen brauchen wir hier mittlerweile. Ich glaube, ich muss hier auch bald ein größeres Lager hinstellen, was Essen angeht. Es geht nie anders. Ich brauche das. Also bitte Essen einlagern.
Denn hier werden die ganzen Leute versorgt und fertig gemacht. Polymere wachsen nur langsam wieder nach oben. Uns fehlt auch immer noch der Bau. Wir sind noch nicht ganz fertig, sind aber gerade dabei. Und dann fehlt noch ein einziges Solarmodul, dann haben wir alle. Vorausgesetzt, wir brauchen sie. Ich weiß es ja nicht. Das ist ja das Problem. So, mittlerweile geht die Leistung in manchen Sektoren natürlich ordentlich nach unten, was die Batterien angeht. Ist aber ganz normal. So, alles ist gebaut, aber trotzdem werden wir wahrscheinlich nicht Stufe 2 haben, ne? Ne, immer noch Stufe 1. Aber dafür haben wir jetzt jede Menge Essen. Und es wird von Sektor 5 überall hingebracht. Und von Sektor 3 auch. Da brauchen wir das meiste Essen, da muss es rein. Füttert die Sektoren. Und hier könnte ich eigentlich auch Drohnen gebrauchen, die das Ganze dann hin und her transportieren. Ich könnte aber auch die Forschung langsam abschließen. Wie sieht es eigentlich aus in der Forschung? Was mache ich denn jetzt gerade? Ach, das mit den Zellenquartieren. Mit der Bioelektrizität, um dann im Gesundheitszentrum die Erholungsrate zu erhöhen. Gut. Noch wenige Leute können aufgetaut werden, dann sind wir durch, dann haben wir alle Aufgaben in diesem Sektor erfüllt. Und wir haben unglaublich viele Leute bei uns. Und uns fehlen noch verdammt viele Biopolymeren. Wo werden die denn gelagert? Hier bin ich verkehrt. Das ist alles Kohlenstoff. Polymeren sind hier nur. Die haben ja gar nicht so viel Platz. Aber gut, das wird alles hin und her transportiert. Das dürfte eigentlich nicht wegen dem Platz so schlimm sein. Arbeitsbedingungen sind hier noch völlig in Ordnung, zumal die drei Teile hier ausgeschaltet sind. Du wurdest wieder geerntet. Hier wird das ganze Essen hingetragen. Das heißt, die sind jetzt bald richtig satt. Und wir haben es geschafft. Schnell einmal das Kryonikzentrum einstellen. Dankeschön. Erstmal haben wir dann weniger Stromverbrauch und zum anderen haben wir weitaus mehr Möglichkeiten, jetzt die Leute einzulagern. Eingehende Übertragung. Jetzt. Ixion is ready to perform a Volt Jump on your order. Okay. Wir könnten jetzt schon los. Mache einen Voltsprung zum nächsten Ziel. Das könnte das letzte Ziel überhaupt sein. Das will ich noch nicht. Ich habe Angst. Ich habe richtig Angst. Ich weiß nicht, was uns erwartet. Ich habe keine Ahnung. Wie sieht's aus in Sektor 2? Kohlenstoff haben wir im Moment genug. Das heißt, unsere Schiffe werden mal bitte keinen Kohlenstoff holen. So. Und dann muss ich es an dieser Stelle jetzt erst einmal beenden. Danke sagen. Wir haben viel geschafft. Doch sehr viel am heutigen Tag, in der heutigen Aufnahme. Haben wir viele Forschungen abgeschlossen, viele Dinge auch für die Piranesi mit rausgeholt, sodass die uns nicht mehr ganz so viel tun kann.
Und eine neue Forschung, das denke ich mir später aus. Jetzt heißt es erstmal noch lange, lange weitermachen, bevor wir uns dann in den nächsten Sektor begeben, weil wir jetzt erstmal noch weiterhin Eisen sammeln, um das wieder voll zu kriegen, denn das ist schon wieder alle. Alle. Und Leute. Leute müssen auch wieder reingebracht werden in unser Kryonik-Zentrum, beziehungsweise erstmal in die Halde. Lagerhalde. Und sollten dann Leute sterben, kann ich immer wieder neue Leute dazu holen, weil die alle noch schön schlummern bei uns. Und Essen wird auch immer mehr bereitgestellt, sodass wir jetzt schon richtig gut dabei sind. Es sollte mich wundern, wenn wir nicht genug produzieren. Selbst Eis ist genug da. Auch wenn wir das tatsächlich noch woanders mit hinliefern, aber das ist okay. Denn die sollen ja auch genügend Eis haben, um dort die Produktion weiterhin aufrechtzuerhalten. So, ihr könnt das wieder hochhalten auf 500. Obwohl, nee, ihr braucht gar nicht so viel. Macht 350. Ja, du kannst auf 200 gehen, gibst immer nur den Überschuss ab und der Rest kommt alles von Sektor 5. Okay, so können wir speichern. So sind wir jetzt erstmal am Ende. Spiel speichern unter LP08. Wir haben wirklich sehr viel erreicht. Ich freue mich schon auf den nächsten Part und darauf, die Piranesi endlich zu finden. Vielen lieben Dank fürs Ansehen und bis gleich hier bei Ixion. Nun, ihr könnt auch einfach ein Abo und ein Like dalassen. Dann haben wir es schnell hinter uns.